Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde der dritten Liga, wir sind wieder live hier aus München, Studio H22, dritte Liga, Top-Thema. Wir freuen uns auf eine richtig geile Show mit richtig grandiosen Gästen. Und ich sag mal so, wir sind auch nicht schlecht. Alex Klich und meine Wenigkeit, Christian Straßburger. Guck mal, jetzt habe ich mich selber vorgestellt. Ja, ist doch super. Prima, hast du richtig gut hinbekommen. Wir freuen uns, mit euch da draußen wieder unterwegs zu sein. Wir haben hier eine Live-Show, erst seit kurzem. Wir sind das zweite Mal erst live. Ja. Und was haben wir uns für ein Datum rausgesucht, liebe Fußballfreunde? 22.02.2022. Was bedeutet das eigentlich? Keine Ahnung. Weiß ich auch. Aber normalerweise muss man sowas wissen, oder? Oh, das tut richtig weh. Ja, das tut weh, sowas nicht zu wissen. Aber was wir wissen ist, was wir heute vorbereitet haben. Und das ist eine ganze Menge, Klichy. Auf jeden Fall. Wir haben zwei Top-Goalies heute hier live in der Show. Und zwar Matteo Raab vom 1. FC Kaiserslautern und Marco Hiller vom TSV 1860 München. Unfassbar. Und dann denkt man sich schon, das reicht doch. Aber für uns reicht das nicht. Nein, die dritte Liga ist so geil. Die schreibt Woche für Woche so viele Geschichten. Wir freuen uns auf den Referee des Südwestderbys. Der pfeift normalerweise Champions League. Der pfeift normalerweise Bundesliga. Aber das Spiel Waldhof gegen Lautern hat er gerockt. Dennis Aitken wird heute bei uns zu Gast sein. Und dann ist auch noch nicht Schluss, Klichy. Nee, ist nicht Schluss. Wir haben auch noch die dickste Warte Deutschlands bei uns am Start. Und zwar unseren Magenta-Sportexperten Thomas Kraus. Auf den freuen wir uns auch total. Er wird uns auch ein paar Insights verraten vom 1. FC Saarbrücken. Also unbedingt auch da mit dabei bleiben. Und ich sehe schon, Leute, ihr macht das gut, ihr macht das richtig. Ihr seid Webshow-affin. Ihr seid bei uns hier bei YouTube schon unterwegs im Chat. Nehme ich euch mal kurz hier mit rein, dann können wir uns kurz selber sehen, Strassi, aber eben auch hier schön den Chat, da geht es schon ab. Guten Abend, schreiben die ersten Servus und wir sehen schon hier viele Teufel, rote Teufel. Ja, also Emojis. Wir freuen uns Woche für Woche über neue Zuschauer und neue Zuschauerinnen. Wir geben unser Bestes und hoffen, dass wir gemeinsam immer eine tolle Zeit haben. Ich sag mal so eine Stunde, vielleicht sogar drei Stunden heute bei so viel Programm. Ja. Apropos ganz viel Programm, ja. Ich würde es gern so halten heute. Richtig schön feuchtfröhlich mit dem Bierkönig. Ein Bier reicht nicht. Ich hoffe, ihr habt euch zu Hause auch die Kaltgetränke schon mal hingestellt. Und ja, komm, jetzt geh. Mein Lieber, für wie viele Leute hat er da eigentlich Bier geholt, frage ich mich. Nur für sich selber. Nur für sich selber. Für eine Halbzeit. Ja. Aber da seht ihr schon, es gibt geile Typen in Liga 3 und einer ist uns aufgefallen in Duisburg. Stimmt. Ja, oder? An der Wedau. Da haben wir uns gefragt, was will der uns denn sagen? Vielleicht können wir das mal einmal kurz zeigen. Wir haben ja hier so ein wunderbares Board, da sind immer ganz viele Dinge und wenn man da drauf drückt, passiert zum Beispiel sowas. Courtney, will you marry me? Marry nicht ganz richtig geschrieben, aber egal. Diesen Mann suchen wir auf jeden Fall heute. Also, wenn den jemand gesehen hat beim Duisburger Heimspiel, ich bringe ihn jetzt einfach nochmal. Wir haben schon alles abgefragt beim MSV. Unser wunderbarer Kollege, will ich fast sagen, der Pressechef vom MSV, hat wirklich rumgefragt. Martin Haltermann, Dankeschön dafür nochmal. Aber wir haben bislang nicht rausgefunden, wer ist dieser Mensch und vor allen Dingen, was will der denn? Also, falls ihr ihn kennt, bitte einmal kurz bei ihm melden, einmal in den Chat schreiben. Wir wollen mit diesem Menschen sprechen. Courtney, wer ist vor allem Courtney? Das finden wir heute hoffentlich innerhalb der nächsten 4,5 Stunden raus. So lange geht die Sendung heute. Nein, Spaß, eine Stunde haben wir ungefähr vor. Und Strassi, ich muss sagen, ich bin ready für unseren ersten Gast. Oh. Ja. Ich der auch. Ist es nicht, der ist es nicht. Sascha Mölders, aber auch bei uns schon in der Show gewesen. Ne? Tolle Momente. Tolle Momente. Du hast es ja schon gesagt, wir haben heute zwei Torhüter in der Sendung. Und da haben wir uns gedacht, wir sind frisch, wir sind webshowig, wir sind im Internet. Dann fragen wir die Leute doch mal zu Hause, wen findet ihr eigentlich am geilsten? Klichy, du hast da mal was mit deinem Zirkel irgendwie zusammengemalt. Ja, so sieht's aus. Wir haben hier im Hintergrund ein Power-Ranking erstellt. Wir posten euch den Link jetzt auch gleich mal hier in den Chat bei YouTube. Und ihr könnt da einfach per Drag and Drop, wie man so schön sagt, euren Lieblingsgoalie nehmen, zum Beispiel Matteo Raab, den wir hier gleich begrüßen, und könnt den in die internationale Klasse schieben. Oder auch eben Weltklasse. Ganz wie ihr das wollt. Marco Hiller kommt auch noch dazu.
Ne, den kann man auch da oben gleich mal einsortieren. Auf jeden Fall zwei der besten Torhüter unserer Liga. Und da könnt ihr euer ganz persönliches Power-Ranking machen. Ich mache jetzt hier nur einfach mal symptomatisch irgendwas rein. Also bitte nicht, nur so beispielhaft mache ich das rein. Nicht bitte jetzt hier. Ja, genau. Denken, ich habe jetzt hier die Meinung, aber ihr könnt euch ja mal zu Hause überlegen, wer sind für euch die Top-Goalies der Liga. Komm, ich mache alle bei Weltklasse rein, da kann ich nichts falsch machen. Dann drückt man da einfach auf Save, oder was? Genau, Save, und man kann es auch dann sich downloaden. Du kannst quasi dein eigenes, wie früher die Kicker-Stecktabelle, kannst du hier dein Power-Ranking der Torhüter machen und dann zu Hause ausdrucken und in DIN A3 über dein Bett kleben. Und außerdem können wir dann wahrscheinlich auch gegen Ende mal schauen, was die Leute denn so da alles gerankt haben. Ne? Und wir haben noch eine Umfrage, haben wir auch noch, Klichy. Ja, natürlich, hier geht's weiter. Zack, wir haben eine Umfrage gestartet, auch die hauen wir in den Chat rein. Die Frage ist, wir wollen nachher noch drüber reden, schießen sich die Münchner Löwen nochmal in den Aufstiegskampf? Nö, ja oder ganz auf bayerisch, das ist mir wurscht. Da werden wir heute auch schauen, oh, da wird schon fleißig gevotet. 18 stimmen schon nein, 5 sind, ist es wurscht und 4 Leute sagen ja. Ich sage ganz ehrlich, wir sind, glaube ich, gerade 6 Minuten live, da fällt mir nur 1 zu ein. Wenn es eine Skala gibt von 1 bis 100, bin ich bei 10.000. So ist es. Und jetzt gehen wir auf 20.000, denn unser erster Gast ist da schon bereit. Wir freuen uns auf, ja, vielleicht sogar eine kommende Torhüter-Legende vom 1. FC Kaiserslautern. Aber wie sagt Frank Buschmann immer, Galama. Aktuell top in Form. Mal gucken, wie er am Mikrofon performt. Herzlich willkommen, Matteo Raab. Schönen guten Abend, servus. Ja. Matteo, wo erwischen wir dich? Den Rollladen hast du schon runtergelassen, sehe ich da. Wo bist du unterwegs? Ja, ich habe schon alles Duster gemacht. Ist ja schon spät. ich bin zu Hause. Wir hatten heute einen freien Tag, also in meiner Wohnung. Und ihr erwischt mich hier im super gestalteten Büro. Ja, man sieht schon, Interieur ist deins, ne? Ja, genau. Ich tobe mich da voll aus und das macht mir einfach Spaß. Den IKEA-Gutschein noch nicht eingelöst scheinbar. Aber was, das steht doch irgendwie in ganz klein, ganz unten rechts, oder ist das bei denen links? Ich weiß es gar nicht. Da steht doch irgendein Trikot oder was sehe ich da? Was haben wir denn da? Zeig uns das doch mal. Ja, das... andere Seite. So, hier. Pass auf. Das ist... noch aus der zweiten Liga, das letzte Jahr zweite Liga. Da durfte ich beim Freundschaftsspiel mitwirken und dann habe ich das mit nach Hause geschenkt bekommen, als ich dann im Krankenhaus lag, als kleine Aufmunterung. Das steht hier noch rum. Hat noch nicht so wirklich seinen Platz gefunden. Dass das nicht hängt, ist natürlich eine Schande, ne? Das ist ja ein tolles Teil. Auf jeden Fall. Nur ich bin handwerklich nicht so gut begabt, nicht, dass ich mich da noch verletze. Ja, dann machen wir einen Aufruf hier im Chat. Vielleicht möchte jemand Matteo Raab mal helfen, so ein Ding aufzuhören. Jetzt stell dir mal vor, wir machen ihn gerade heiß, dass er das Teil aufhängt. Dann haut er sich den Hammer auf den Finger und fällt aus beim nächsten Spiel. Wir waren das nicht. Ja, deswegen. Na? Deswegen wir waren das nicht. Lass ich lieber noch ein bisschen stehen. Wenn es einen gibt, der den Raab schlägt, dann er selber mit dem Hammer. Zack. Schlag den sich Raab. Ja, Matteo, du bist seit 5 Jahren schon beim 1. FC Kaiserslautern. Also man kann dich durchaus als Eigengewächs bezeichnen. Spannend ist aber, dass du es jetzt erst in Anführungszeichen zur Nummer 1 geschafft hast. Warum hast du in Anführungszeichen so lange gebraucht? Also deine Leistungen in dieser Saison, die sind ja überragend. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, schätze ich. Ja, es war einfach so, dass ich... direkt am Anfang ich bin hier das erste Seniorenjahr gekommen in die U21 und habe dann, das fünfte oder sechste Spiel in der Oberliga, habe ich mich schwerer verletzt und war dann einfach, ein Dreiviertel, knapp 2 Jahre draußen, wo ich einfach nicht trainieren konnte, am Ende nur mit Schmerzen trainieren konnte, und bis ich das alles so ein bisschen verarbeitet habe und mein Körper sich wieder an die Belastung gewöhnt hat und dann alles wieder aufgebaut habe und. Ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich bin umso glücklicher, jetzt einfach gesund zu sein und dann auch noch die Chance bekommen zu haben, mich so zu zeigen und ja. Jetzt haben wir ja auch schon gerade bei dem Trikot gehört mit dem Krankenhaus und hören das ja jetzt auch. Ich glaube, man muss ja schauen, dass man jeden Moment, der vielleicht ein bisschen dunkel ist im Leben, irgendwie dazu nutzt, um daraus
ja, Licht zu erzeugen. Und ich habe das Gefühl, das schaffst du, weil du wirkst auch, trotz dass du jetzt wirklich klare Nummer 1 bist, erste Saison, du wirkst auch unter Druck, nicht so, als könnte dir was anhaben, weil du, glaube ich, weißt, es gibt viel Schlimmeres, als zum Beispiel ein Gegentor zu fangen im Leben. Ja, genau. Also das hilft mir enorm. Ich habe, ja, so blöd auch Verletzungen sind, und das braucht man nicht, das will keiner und das wünscht man auch keinem, aber irgendwo muss man ja auch ein Positives aus der ganzen Geschichte ziehen, und da habe ich mich, denke, auch so menschlich und ja, auch weiterentwickelt, dass ich einfach das wertschätze, dass ich jetzt oder auch davor gesund war, alles machen konnte. Und da nehme ich mir so ein bisschen den Druck, dass ich mir denke, vor Spielen oder vor Trainingseinheiten hier, du bist gesund, du kannst trainieren, du kannst spielen, es gibt viel Schlimmeres, und genieß es einfach, geh raus und ja, gib dein Bestes. Ja, apropos das Beste geben, das ist in Kaiserslautern eigentlich auch eine tolle Geschichte bei den Torhütern. Da kommt ein bester Torhüter nach dem nächsten raus. Mit Gary Ehrmann hast du ja auch zusammengearbeitet. Also da kann man ja eine Riege füllen. Roman Weidenfeller fällt mir sofort ein. Kevin Trapp fällt mir ein. Aber eben auch ein Tobias Sippel. Und jetzt muss ich der Community kurz was erklären. Wir haben mit Matteo Raab schon ein paar Wochen vorher eigentlich sprechen wollen. Dann kam so eine kleine Erkältung dazwischen. Aber Tobias Sippel, der hat sich's nicht nehmen lassen, schon vor ein paar Wochen nach eurem Spiel gegen Saarbrücken, nach dem Derby, dir mal eine kleine Grußbotschaft aufzuzeichnen. Sollen wir mal rein, ja? Ja, na, selbstverständlich. Servus, liebe Magenta-TV-Zuschauer. Tobi Sippel hier am Apparat. Ja, ich habe gehört, der Matteo ist heute zu Besuch. Und ich soll ein, zwei Wörter zu ihm sagen. Da kann ich ja gar nicht mehr aufhören wahrscheinlich. Nee, ich muss sagen, ich verfolge das schon ein bisschen länger mit ihm. Haben ja das Glück gehabt, in der ersten Runde gegen ihn zu spielen. Dann konnte ich mir ein bisschen näher angucken und besser angucken. Und ich muss sagen, du machst deine Sache wirklich phänomenal gut. Vor allem in der jetzigen Situation. Letzte Woche, glaube ich, den Derby-Sieg gefeiert. Oder auch zwei, drei Bälle wirklich super gehalten hast. Ja, ich drücke dir die Daumen für die Zukunft und hoffe natürlich, dass ihr auf jeden Fall einen Aufstieg schafft. Im Moment, wirklich muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, was ihr spielt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann auch den Weg am Ende überm Strich seid und da auch wieder zurückkommt in die zweite Liga. Und dir persönlich drücke ich wirklich fest die Daumen, dass du so an der Leistung weitermachst. Und bis dahin, habe die Ehre, Strassi. Liebe Grüße. Jetzt kommt die Reporterfrage. Matteo Raab, was macht das mit dir? Ja, Wahnsinn. Habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Das freut mich ungemein. Auch was Tobi eben gesagt hatte, dass wir uns in der ersten Runde beim DFB-Pokal kennenlernen konnten, ein bisschen. Das hat einfach ja, mir auch nochmal so einen kleinen Schub gegeben, dass er nach dem Spiel kam und mit mir geredet hat und einfach so das als selbstverständlich genommen hat. Und ja, das freut mich einfach, das spornt mich mehr an und vielen, vielen Dank kann ich da nur sagen. Ja, es schwappen hier auch schon die ersten Fanfragen rein. Also wir Reporter haben ja ein Verbot bekommen für so Sprüche wie Raab in Gefahr, ne? Oder schlag den Raab. Übrigens hat einer eben schon geschrieben, keiner schlägt den Raab. Aber jetzt kommt die Frage, ob du Stefan Raab schon mal getroffen hast oder treffen möchtest. Ja, die Frage hatte ich in meiner Kindheit sehr oft gehört, jetzt mal, wenn ich in eine neue Klasse kam oder irgendwohin meinen Namen verraten musste, aber nee, tatsächlich habe ich nichts mit ihm zu tun, habe ihn noch nie live gesehen und ja. Ja, schade, dass du mit deinem Onkel nichts zu tun hast. Schade, ne? Ja, haben uns ein bisschen verstritten. Also das schon mal ist die Headline. Stefan Raab und Matteo Raab sind zerstritten. In der nächsten Folge versuchen wir euch dann wieder zueinander genau. Zu fügen. Komm, wir reden mal über das Wochenende. Da war ja ein durchaus attraktives Spielchen, was da auf dem Spielplan stand. Waldhof gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das ist ja schon mal geil. Dann ist die Gemengelage in der Tabelle. Ja, es ging um Aufstiegsplätze, das ist auch schon mal geil. Ja. Dann waren 19.000 Zuschauer dort. Das war auch schon mal geil. Und jetzt sagst du uns, war das so ein Moment, den du mal richtig auch emotional abmelken konntest, unabhängig jetzt erstmal vom Ergebnis? Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung, das Ganze drumherum, ich glaube, viel mehr Emotionen gehen da wirklich nicht. Wir wissen, was den Fans das bedeutet. Der ganze Aufgalopp da mit Polizei und alles drum dran, die Anreise und wenn wir da hinkommen und alle pfeifen. Und also ja, wirklich mehr Emotionen sind, glaube ich, nicht mehr viel möglich. Und ja,
Es hat einfach Spaß gemacht, auch wenn wir leider nicht so einen guten Tag hatten. Aber das sieht man halt auch, dass wir dann trotzdem hinten sicher stehen und trotzdem einen Punkt mitnehmen und das auswärts. Und ja. Ja, ist unglaublich. Du hast ja auch schon 13 Mal zu Null jetzt gespielt. Ich habe mal nachgeschaut und zwar der Rekord bei zu Null Spielen liegt bei 23 Mal. Das war der Martin Mennel. Hast du dich mit der Zahl schon mal befasst? Also du kannst es noch schaffen, aber da musst du Gas geben. Nee, habe ich mich nicht befasst. Ja, das sage ich ja auch immer wieder. Ich mache das ja auch nicht alleine. Ich bin ja nicht da alleine für verantwortlich. Meine Vorderleute haben da auch einen riesen Anteil und wir machen das einfach als Team und versuchen jedes Spiel zu Null zu spielen und dann schauen wir mal, ja, wie weit es noch geht. Ja, ihr seid ja süchtig nach zu Null spielen, habe ich mir nachsagen lassen oder beziehungsweise erklären lassen. Und ich habe auch gehört, du hast so eine kleine eheähnliche Verbindung zu Boris Tomiak. Ihr macht scheinbar alles zusammen. Was ist da denn los? Ja, weiß nicht, wo du das gehört hast. Nee, wir verstehen uns gut auf dem Platz, wir verstehen uns gut neben dem Platz. Haben beide wenig zu tun außerhalb vom Fußball. Und dann trifft man sich mal auf ein Käffchen oder geht was essen und verbringt da irgendwie einen Tag und ja. Ja, aber Matteo, ganz ehrlich, wir hatten ja auch schon mal den Boris Tomiak hier, der hat auch schon mal ein Halbzeitinterview gegeben. Du musst dir vorstellen, damals der Kollege Tobi Schäfer hat ungefähr 5,5 Minuten Zeit, Interview mit Tomiak. Der hat, glaube ich, 18 Fragen gestellt, weil Tomiaks Antworten, das waren so 3 bis 5 Wörter. Ist der denn bei dir auch so wortkarg oder was? Hier, was ist da immer los? Nee, eigentlich ist der nicht so schüchtern. Also der kann auch anders, der kann auch reden und weiß nicht, ob es vor der Kamera so ist, aber ja, gut. Ist auch ein ganz kommunikativer Mensch. Wir müssen natürlich noch über zwei Themen sprechen, die sind brandheiß. Ich habe es auch eben im Chat schon gelesen, die Leute sagen, Matteo, unterschreib für uns. Dein Vertrag läuft aus im Sommer, du grinst schon. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, eigentlich immer noch genauso, wie ich es letztes Mal gesagt hatte, dass ja, ich mich einfach wirklich, wir haben jetzt so eine heiße Phase und es ist mein erstes Jahr und ich glaube, ich tue ganz gut daran, alle Energie und alles, was ich habe, da samstags oder sonntags in die Spiele zu stecken und versuchen, der Mannschaft zu helfen und sobald es da was Neues gibt, dann werde ich natürlich auch ja, die Fans informieren. Ja, aber mit der Antwort bin ich noch nicht zufrieden. Eine Nachfrage muss ich noch stellen. Ich glaube, dass du ja merkst, wie gut du bist. Das sehen wir auch alle. Und natürlich lechzt man dann nach oben. Man hat ja auch mal gesehen, Weidenfeller den FCK verlassen, Champions League, Deutscher Meister, Weltmeister geworden. Wir haben Tobi Sippel gesehen bei Borussia Mönchengladbach. Es gibt auch das Beispiel Lennart Grill, der ist dann bei Bayer Leverkusen. Da gibt es sicherlich auch Luft nach oben. Aber du willst doch bestimmt ab nächster Saison zweite Liga spielen und kannst uns jetzt sagen, wenn Lautern aufsteigt, gehst du mit Lautern auch in die zweite Liga, ja oder nein? Ja, sehr fies, ne? Also ja, wie gesagt, ich würde euch gerne noch sagen, wenn es das was Neues gibt, aber kann ich leider im Moment noch nicht. Aber sehr gut, Christian, von dir nachgehakt. Lass uns mal zusammen auf die Tabelle schauen bei magentasport.de und wir sehen Kaiserslautern, das muss man schon sagen, nach diesen schwierigen letzten Jahren ist das einfach eine bockstarke Leistung. Also Magdeburg, die muss man eigentlich ausklammern. Also was die diese Saison spielen, ist unglaublich. 61 Punkte jetzt aus 27 Spielen. Die werden nicht mehr einzuholen sein, wenn die so weitermachen. Aber ihr seid aktuell auf der 2 und tut extrem gut daran, Woche für Woche eure Leistung auf den Platz zu bringen. Aber wenn du das so siehst, der erste FC Kaiserslautern, krisengeschüttelte Jahre, Insolvenz hinter euch und jetzt siehst du euch da auf der 2. Was macht dein Herz? Ja, es ist einfach die Momentaufnahme macht uns sehr, sehr glücklich. Weil, ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch mein 5. Jahr hier und verfolge das jetzt seit 5 Jahren intensiver. Und da gab es eigentlich nie so wirklich ja, einen freudigen Moment, sage ich mal, auch wenn es sich jetzt böse anhört, oder eine freudige Zeit. Und das merken wir ja jetzt auch so an den Fans und dass die einfach wieder Bock haben. Und wir als Mannschaft haben einfach Bock, da jedes Wochenende Gas zu geben und zu gewinnen, weil wir einfach wissen, wie,
ja, wie glücklich man danach ist, wie glücklich wir den Verein, das Umfeld machen können. Und ja, da wollen wir natürlich weitermachen und am besten die Position halten. Nimm uns doch mal rein in die Kabine, weil ihr habt jetzt, glaube ich, Heimspiel gegen Ferl, wenn man das so liest. 20.000 könnten es am Ende sein am Betzenberg. Es wird auch im Chat immer geschrieben, die Leute sind schon heiß wieder auf den FCK. Ist das zu spüren in der Mannschaft? Vielleicht sprecht ihr auch darüber. Wollt ihr unbedingt aufsteigen oder redet ihr euch ein, hier von Spiel zu Spiel denken? Gibt es da so einen Spirit, der sich entwickelt hat, der in der zweiten Liga enden soll? Ich denke, unseren Spirit, den gibt es seit ja, dem Mannheim-Hinspiel. Also da hat er sich so ein bisschen entfacht und da war ja noch nicht an irgendwas zu denken. Da haben wir ja, gesagt, wir gehen ins nächste Spiel mit unserer Mannschaftsleistung, mit unserem Spirit und hauen alles raus und holen die 3 Punkte. Und bis jetzt hat das super funktioniert und warum sollen wir jetzt was ändern? Der Mann war im Medientraining. Das ist... Nicht schlecht. Ja, Matteo, du hast am Wochenende auch einen Schiedsrichter erlebt, der eigentlich gar nicht in der dritten Liga zu Hause ist. Wir gucken nochmal auf die Bilder vom Derby und auch auf deine Paraden. Wie hast du denn die Leistung von Dennis Aytekin wahrgenommen? Ja, ich muss wirklich sagen, also der hat komplette Ruhe ins Spiel gebracht, was ja schon die Saison zum Beispiel im Hinspiel nicht so der Fall war. Dass so ein Derby emotional entfachen kann, ist ja, denke ich, klar. Und wie er das geleitet hat und auch mit den Spielern umgegangen ist und die Aktionen sich da nicht wirklich drauf eingelassen hat. Und wenn jemand irgendwas versucht hat rauszuholen oder sonst was. Und ja, ich glaube, das war ja eine besondere Leistung, die man echt dann auch mal lobend erwähnen kann, weil die Schiedsrichter stehen ja dann auch schon oft genug in der Kritik. Aber wir haben auch noch kurz dazu zum Schluss Marco Antwerpen dann gefragt und der hat gesagt, ich habe noch nie eine Mannschaft auf einen Schiedsrichter eingestellt. In dem Moment habe ich gedacht, das glaube ich nicht. Ihr habt doch wirklich vor dem Spiel mal kurz über Aytekin gesprochen, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Irgendjemand hat auf der Hinfahrt irgendwo was gelesen, wer pfeift und hat dann gesagt, hier, der Herr Aytekin pfeift und ja, das war's eigentlich. Ja, so also haben jetzt nicht so drauf geachtet. Habt ihr wieder magentasport.de ja gelesen? Ja, genau. Aber ich höre schon raus, er war zufrieden. Alle waren zufrieden mit Dennis Aytekin. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nichts Negatives gehört über den Schiedsrichter zu dem Spiel. Okay, Matteo, du hast dich jetzt sehr bedeckt gehalten. Jetzt kommt die Masterfrage für dich, Abschlussfrage. Was machst du bei einem Aufstieg, wird hier gefragt. Zum Beispiel Glatze rasieren. Hast du irgendein Angebot? Was machst du, wenn Lautern wirklich hochgehen sollte? Da habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht. Glatze schneiden, glaube ich, eher nicht so. Sei spontan. Da bin ich nicht so der Typ. Sollen wir was vorschlagen? Ja, schlag das vor. Dann musst du uns deine Torhüterhandschuhe signiert schicken, wenn ihr aufsteigt. Und wir verlosen die an die Magenta Sportfans. Das machen wir so. Machen wir so? Da kommt er aber echt. Deal, ja. Da kommt er echt. Virtuelle Hand drauf. Hier, so, alles klar. Matteo, vielen Dank, dass du bei uns warst heute. Wir werden weiterhin gespannt verfolgen, wie oft du noch zu Null spielst in dieser Saison. 13 Mal, das ist schon echt ein richtig starkes Stück. Und ob es dann der erste FC Kaiserslautern am Ende schafft in die zweite Fußball-Bundesliga. Dankeschön. Ich hab's zu danken. Vielen Dank. Servus. Ich finde, da hättest du mehr rausholen können, jetzt bei Matteo Raab am Ende. War das zu wenig? Ja, ich hätte ihm die Wand mit Graffiti besprüht oder Schreib sowas. Schreib das bitte in den Chat, ob ich zu wenig rausgeholt habe. Aber ich finde, signierte Torwart-Handschuhe ist doch geil. Ja, du bist zu nett. Da merkt man, du bist zu nett. Zu wenig. Du bist einfach zu nett. Hol zu wenig raus. Ich wollte jetzt nicht noch dazwischen grätschen, ja, weißt du? Also ja. Bares für Rares wird bei mir nicht stattfinden. Aber hast du gehört, wie der über Dennis Aytekin geschwärmt hat? Ja, das war stark. Da frage ich mich natürlich, wie kommt das an bei so einem Weltschiedsrichter? Ja, schade, dass wir das nie rausfinden werden. Nee, das werden wir nie rausfinden. Ja, schade. Das ist Oder doch. Dennis Aytekin, unser nächster Gast. Ist der schon in der Leitung, frage ich mich. Warte, ist er da? Ja, ist da. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Konntest du schon bei Matteo Raab zuhören ein bisschen? Ja, ich habe gerade zugehört. Das ist ja höchst unterhaltsam bei euch. Also... Ich habe jetzt erfahren, dass er quasi verwandt ist mit dem
Stefan Rath, das ist ja auch nicht schlecht. Wir können nicht sagen, ob es ganz stimmt, aber vielleicht stimmt's. Wir werden das in dieser Sendung nicht mehr auflösen. Ja, nee, ich habe aber einiges mitbekommen, also ist auch mal nett, ja, sowas also zu hören. Es ist ja, also es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass Spieler so schwärmen nach einem Spiel über Dennis Aitekin oder über den Schiedsrichter per se. Aber weißt du und Klichy, was überhaupt nie vorkommt, dass Marco Antwerpen über irgendjemandem schwärmt? Jetzt, also das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und das ist hier, ne? Oder ist es hier? Ja, da musst du auch mal gucken. Ich versuche jetzt mal den richtigen Knopf zu drücken. Das sagte Marco Antwerpen zur Leistung von Dennis Aitekin. Schiedsrichter eine richtig starke Leistung gebracht, das merkst du halt. Der hat Ausstrahlung, traust du dich auch nicht sofort immer was zu sagen. Das war schon eine klasse Vorstellung. Das ist Marco Antwerpen, der sagt, da traust du dich auch nicht immer was zu sagen, Dennis Aitekin. Wie kommt das bei dir an? Also ich wäre froh, wenn mein Sohn das mal sagen würde. bei dem habe ich noch ein paar Akzeptanzprobleme. Aber das kann natürlich jetzt am Alter liegen, weil er mit 14 Jahren in der Pubertät ist. Aber ja, so eine Aussage von einem Trainer, ja, das ist, also ist eine tolle Wertschätzung. Wir Schiedsrichter sind ja eigentlich nur dann Thema, wenn wir daneben liegen oder irgendein Theater verursacht wird. Deswegen, wenn mal was positiv erwähnt wird, dann ist es für uns auch sehr angenehm und sehr schön, ja. Das ist ja auch brutal, wie man als Schiedsrichter manchmal gerankt wird. Ich glaube, du warst 2011 auch mal der unbeliebteste Schiedsrichter, hast dann sehr viel angepasst, hast auch noch mal ein bisschen eine menschlichere Seite bei dir entdeckt. Da können wir auch mal kurz drauf gucken, wie du mit den Spielern umgehst. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel bei dir, dass du diese Kommunikation immer wieder suchst. Kannst du uns das mal erklären? Also das ist ja ein richtiger Hexenkessel da in Mannheim dann vor knapp 20.000 Fans. Was ist dir da am wichtigsten im direkten Kontakt mit den Spielern? Hier der Streichler am Hinterkopf von Kosten ist natürlich überragend. Ja, also am Ende des Tages ist es so, das war für mich auch, es war, wenn man wieder fast 20.000 Zuschauer in einem Stadion hat, ich war so begeistert, ich war so voller Freude, dass man endlich wieder vor so einer Kulisse auch Spiele leiten darf. Und für mich ist das zentrale Thema ist natürlich Kommunikation mit allen Beteiligten, Kommunikation mit den Spielern, mit den Verantwortlichen, aber auch Kommunikation in meinem Team. Und das war ein besonderes Spiel. Ich war noch nie in Mannheim und dann gleich so ein Spiel leiten zu dürfen, das hat mich wirklich sehr, ich war wirklich aufgeregt. Also ich bin schon immer wieder mal angespannt und aufgeregt, aber so, das war echt interessant. Ich dachte mir, Wahnsinn, ich habe mich so gefreut, so vor so einer Kulisse wieder ein Spiel leiten zu dürfen. Und da ist halt am Ende des Tages klar, man weiß die Rivalität, man kennt die Vorgeschichten und da ist natürlich das Entscheidende, dass man einen guten Umgang hat mit den Spielern und ich denke, das ist ganz gut gelungen, ja. Hast du das gehört? Dieser Mann hat Champions League gepfiffen, Rückspiel, Barca, ja, damals gegen PSG 6:1 ausgegangen und jetzt redet er gerade über die dritte Liga. Ist für dich die dritte Liga eine Liga, die sich hinter der Champions League nicht verstecken muss? Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt am Sonntag beim Einlaufen. Ich gehe ja sehr, sehr früh raus und laufe da 1,5-2 Kilometer ein. Ich gehe fast zeitgleich mit den Torhütern, teilweise schon vorher raus. Und diese Atmosphäre, das hat mich einfach wirklich einfach berührt, weil ich einfach das auch über 2 Jahre jetzt nicht hatte. Am Donnerstag bin ich jetzt Europa League Rückspiel Lazio Rom gegen Porto. Und das war wirklich ein tolles Spiel für mich am Sonntag, eine tolle Vorbereitung auf so ein Spiel. Und deswegen man kann jetzt nicht hergehen und sagen, die dritte Liga, das macht man mal so einfach nebenbei. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist hart umkämpft und da muss man eben auch seine Leistung abrufen. Ich bin total geflasht gerade hier im Chat. Hier kommen Lobeshymnen, die Leute wollen dich öfter in der dritten Liga sehen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Du hast ja noch nicht mal 20 Drittligaspiele, du hast knapp 200 Bundesligaspiele. Du bist ein Drittliga-Rookie. Ja. Und ja, mit der Drittliga eigentlich nichts am Hut. Also wie kann man sich das jetzt in der Zukunft vorstellen? Sehen wir dich da jetzt öfter oder ist das eine Wunschvorstellung?
Ja gut, ich schaffe ja am Wochenende nur ein Spiel. Also zwei Spiele zu leiten, da halten meine Knochen wahrscheinlich nicht mehr. Da würde ich euch auseinanderfallen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich bin schon ziemlich fit, vor allem nach meiner Achillessehnen-OP. Habe da echt gute Unterstützung. Ich glaube, jetzt mit 43, so fit wie aktuell, war ich schon lange nicht mehr. Und tue auch sehr viel dafür, aber zwei Spiele hintereinander geht natürlich nicht. Aber wenn sich das wieder anbietet, ich pfeife alles. Ich pfeife auch Jugendspiele bei uns hier im Kreis, wenn Bedarf ist, weil ich das eben aus Leidenschaft mache. Ich hab da wirklich Spaß dran und da ist es mir egal, welche Liga das ist. Ich habe noch eine Frage zur dritten Liga, und zwar: Inwiefern war es denn auch mal eine Oase für dich? Kein Videoschiedsrichter, kein vierter Offizieller, sondern im Prinzip pfeifen wie damals. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Oase ist, wenn du jedes Wochenende quasi das eigentlich immer einen zusätzlichen Support hast, also egal ob der vierte Offizielle oder eben auch der Videoschiri. Und wenn die dann fehlen, es ist ja nicht so, die Jungs spielen ja auch sehr guten Fußball und die spielen auch einen schnellen Fußball, und da passieren Situationen, die du teilweise dann halt auch nicht wahrnehmen kannst. Und da bist du eigentlich dankbar, dass du mal, wenn dir irgendwas durchrutscht, dass du dann auch die Unterstützung hast. Aber in dem Fall musste man sich natürlich auf seine zwei Kollegen an der Linie und auf sich selbst verlassen. Und das schärft nochmal die Sinne. Also ich habe mich da schon auch bewusst vorbereitet, und mit der Tatsache eben mich beschäftigt, dass dort der Videoassistent fehlt und auch der vierte Offizielle fehlt. Es kam eben eine Frage im Chat auch noch rein, ob wir dich fragen können, was du von der Altersgrenze hältst, denn dieser Fan wünscht sich einfach mehr erfahrene Schiedsrichter. Es gab ja gerade eine riesen Debatte um diese Thematik. Ja gut, die Altersgrenze, aktuell haben wir ja das Thema mit 47 in Deutschland, und es ist echt auch anspruchsvoll, diese Leistungen dann auch abzurufen, diese ganzen Leistungstests zu absolvieren. Also wir müssen ja mithalten mit den Jungs. Ich meine, da laufen 20, 18, 19, 20-jährige Jungs, die rennen wie die Irren und die regenerieren extrem schnell. Wenn die da einen langen Ball schlagen, dann nehmen manche mir halt auf 100 Metern 70 ab. Da denkst du dann halt über dein Leben nach, ja? Und dann musst du schon fit sein. Und je älter man wird, desto komplexer und schwieriger wird es. Und ich glaube, da ist halt einfach eine natürliche Grenze dann irgendwann erreicht. Aber wenn man natürlich körperlich und sonst auch in einer guten Verfassung ist, dann spricht natürlich nichts dagegen, da auch mal ein Jahr länger zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich beschäftige mich damit nicht. Ich bin noch 43 und dann schauen wir mal, wie lange ich durchhalte. Ja, aber das kommt ja dann schnell, die nächsten 4 Jahre. Ich habe übrigens mal hier Franz Xaver Wack rausgesucht. Das war dein Idol von damals. Habe ich hier mal auf den Laptop gelegt. Ja, ich fand immer ganz toll Dr. Franz Xaver Wack. Ja. Name geil, Schnurrbart geil, Frise geil. Hattest du auch mal so ein Vorbild? War es vielleicht? Ich war bei Franz Xaver Wack tatsächlich ein paar Mal Assistent. Sensationell, also eine wahnsinnige Persönlichkeit. Also der war halt, also es ist wirklich eine schillernde Persönlichkeit. Wenn der da irgendwo eingelaufen ist, da dachtest du Wahnsinn. Und ja, was heißt, es gibt tolle und also wirklich ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, Schiedsrichterpersönlichkeiten in Deutschland. Und ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben wahnsinnige Typen, und Franz Xaver Wack zählt sicherlich dazu. Und ich habe jetzt ganz konkret keinen, wo ich sage, von dem habe ich das gelernt, von dem habe ich das gelernt, sondern ich habe mir vieles eben angeguckt und aber meinen eigenen Weg und meinen eigenen Stil entwickelt, weil ich einfach möchte, dass ich immer authentisch bleibe und nichts kopiere oder sonst was mache. Wir müssen noch über eine Thematik sprechen, Strassi. Ich mache mal die Klichy-Cam hier an, dann nehme ich dich auch mit rein, Strassi. Dennis, 38. Spieltag, letzte Saison, da hast du diese Karte hier gezeigt. Nehmen uns mal mit rein. Das war Ingolstadt gegen 60 München. Super, super, super wichtiges Spiel. Marco Hiller ist da rausgeflogen, war eben noch bei uns hier im Call drin. Kannst du dich an die Entscheidung logischerweise noch erinnern, aber wie beurteilst du sie im Nachhinein? Also ich kann mich natürlich erinnern, das war für eines der wenigen Drittligaspiele, die ich bisher gepfiffen hatte. Und er kam ja aus dem 16er raus und hat den Stürmer berührt, touchiert, ich habe gepfiffen, dann war es eben so, dass er das Tor leer war und eine Torschance vereitelt wurde, und dann habe ich eben auf Rot entscheiden müssen,
Und im Nachgang gab es dann Diskussionen, hat er ihn überhaupt berührt, hat er ihn nicht berührt. Also so vom Gesamtablauf war, hatte ich zumindest im Spiel das Gefühl, dass es eine klare rote Karte ist. Aber ich weiß nicht, wenn man das jetzt mit mehreren Kameras nochmal durchseziert, ob da vielleicht dann es doch wenig war. Ist für mich ein ganz klarer Fall von dem hier. Oh, das tut richtig weh. Das hat richtig wehgetan. Ja. Im Übrigen an alle 60-Fans zu Hause. Marco Hiller haben wir natürlich gleich auch noch im Gespräch. Wir sprechen auch mit Thomas Kraus. Aber es macht gerade so viel Spaß mit Dennis Aitekin. Wir nehmen uns auf jeden Fall noch 2-3 Minuten, weil du bietest ja eine unfassbare Bandbreite. Ganz ruhig. Ich bin schon hier wie so ein... Apropos ganz ruhig. Ich habe, glaube ich, eben auch gesagt, Marco Hiller hatten wir schon. Der kommt ja noch. Also alles ist gut, Leute. Ich wollte die Leute zu Hause nicht. Deswegen wollte ich das einmal kurz klären. Aber Dennis, du bist ja nicht nur ein fantastischer Schiedsrichter, sondern so haben wir gehört, auch von deinem wunderbaren und unserem wunderbaren Experten Patrick Ittrich. Der hat uns mitgegeben, du seist auch ein fantastischer DJ. Bist du da noch, hast du da gerade irgendwo was eingerichtet? Wo sind deine Teller? Wo scratchst du? Ich habe gar keine Ahnung, was sagt man denn? Ja, also die sind quasi rechts neben mir hier im Raum. Soll ich jetzt meine Kamera drehen? Ja, natürlich. Bitte. Oh, wartet mal. Seht ihr das hier? Ja, natürlich. Toll. Und mit dem Ibiza-Schild, ne? Ja, hör mal, aber die sind gerade nicht an, oder? Du kannst uns jetzt hier nichts vorscratchen. Okay, schade. Nee, es ist alles, ich bin ja kein professioneller DJ, sondern es ist für mich einfach Erholung, Ablenkung, gedanklich mal woanders hingehen und nicht nur beim Thema Arbeit, Fußball und sonst was bleiben, sondern auch mal abschalten. Das ist einfach Musik, da hilft Musik sehr. Jetzt weiß ich auch, warum du keine Nachspielzeit gegeben hast beim Derby. Du hattest noch einen Gig. Ja, genau. Nee. Ich hatte Nachspielzeit gegeben, aber das war relativ überschaubar, das stimmt. Aber wenn alles 0-0, also wenn alles 0-0 steht und keine größeren Verletzungen oder Vorkommnisse waren, dann ist bei so einem Spiel dann auch Feierabend. Ja, aber ich sag's dir, ich war schon auf Temperatur oben auf dem Kommentatorenpult. Ich dachte, jetzt kommt noch mal die Endphase, dann sehe ich, dass du abpfeifst, da sah ich so aus. Oh. Ja, aber genauso haben auch meine Assistenten geguckt. Ich habe denen nämlich nicht gesagt, weil ich abpfeife, und dann waren die etwas überrascht. Aber ich glaube, am Ende des Tages, es gab keine größeren Verletzungen, keine größeren Vorkommnisse. Es war alles harmonisch. Und dabei muss man es dann auch mal belassen. Und ob wir jetzt eine Minute länger spielen oder weniger, ich glaube, es war für uns alle, für die Spieler, für die Verantwortlichen, für uns als Schiedsrichterteam, war das wirklich ein ganz tolles Fußballspiel. Ich glaube auch für euch. Ich habe deine Begeisterung vor allem vor Ort, habe ich ja wirklich, also ich habe es ja in der Kabine gesehen, wie du das anmoderiert hast. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was hat der für eine Leidenschaft? Und ich glaube, das war wirklich für alle Beteiligten was ganz, ganz Besonderes. Und wir können froh sein, dass wir sowas wieder mal erleben durften. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir in der Zukunft noch weitere solche tolle Spiele erleben können. Ja, und wir hoffen, dass wir dich weiter erleben dürfen in Liga 3. Wir hängen übrigens brutal. Also Nachspielzeit gibt es bei uns heute, liebe Fans. Verzeiht es uns. Hiller kommt auf jeden Fall noch. Unser Experte Thomas Kraus kommt noch. Aber jetzt erstmal vielen Dank. Dennis Aitekin, hat mega viel Spaß gemacht. Und sag bitte Bescheid, wenn es nächste Mal in der dritten Liga zur Sache geht. Wir schalten ein. Dankeschön. Also, schönen Abend euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Übrigens müssen wir uns auch nochmal herzlich bedanken bei Patrick Ittrich. Das hole ich uns jetzt schnell. Genau. Der hat ja eine Story gemacht heute. Hier, da schauen wir nochmal drauf mit dem Laptop. Da gehe ich auf Instagram. Ja, aber ich muss ja erstmal warten, bis wir hier technisch soweit sind. Hier. Ich bedanke mich jetzt schon dafür, was Dennis Aitekin heute Abend um 19 Uhr im Top-Thema Dritte Liga bei Magenta Sport, bei den großartigen Moderatoren Strassi und Klichy heute alles erzählt. Es tut mir leid. Er hat gesagt, er entschuldigt sich jetzt schon dafür. Das ist halt ein super Humor. Ne? Er entschuldigt sich jetzt schon dafür, für das, was hier heute Abend passiert. Aber ich finde, man muss sich dafür nicht entschuldigen. Nein, und wir können jetzt schon versprechen, Patrick Ittrich in den nächsten Wochen, wir kommen ja jetzt häufiger, das Dritte Liga-Top-Thema live, wird bald auch unser Gast sein. Er hat es im Prinzip ein Stück weit möglich gemacht, auch, dass Dennis Aitekin heute unser Gast gewesen ist. Deswegen Dankeschön. Ich werde immer so emotional. Tränchen verdrücken. Aber jetzt, Straße, jetzt kommt dein großer Moment. Ja. Letztes Mal hat es nicht geklappt.
Aber jetzt mach dich bereit für unsere Rubrik. Ja, am Wochenende war ja wieder eine ganze Menge los. Und bei einem Spiel haben wir uns gefragt. Ich höre Sie nicht. Woche zu Woche ist es immer die gleiche Scheiße jedes Mal. Was war gerade los? Was war... Oh, ich habe hier, hab hier in das Ende reingesprochen. Herrgott, noch mal. Nein, ich mache es jetzt nicht noch mal nach. Das war jetzt ein bisschen lustig. Ja, das war alles, hat ein bisschen Spaß gemacht. Das, was da los gewesen ist, das war alles andere als lustig. Wir reden jetzt vom Ludwigspark. Und zwar gab es da das Spiel Saarbrücken gegen Viktoria Köln. Wir können vielleicht mal auf die Bilder schauen. Alex, du hast sie auf deinem Laptop nach dem Spiel gab es da keinen Platzsturm so wirklich, aber einen Innenraumsturm auf jeden Fall. Und das sind übrigens keine Fans, sondern das sind Menschen, die ganz schlechte Motive haben. Und die haben nach einem 0:1 bei Saarbrücken, die oben mit dabei sind, oben sieht man übrigens so einen Papa, der da mit dem Kind auf dem Arm unterwegs ist. Der geht nochmal zurück. Also manchmal frage ich mich dann schon hier oben, der schlägt dann auch noch um sich. Was soll das denn? Nach einem 0:1 Saarbrücken verliert gegen Viktoria Köln, sind oben dabei und müssen sich dann so einer Situation stellen. Ich war vor Ort und habe die Interviews geführt. Das war natürlich eine ganz verrückte Situation, auch für mich. Ich war sogar schon beim Spiel Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Das war in dieser Saison. Da sind die schon mal da aus diesem Fanblock gekommen und haben den Platz oder den Innenraum gestürmt. So heißt es ja richtig. Also alles eigentlich unerklärlich. Wir werden jetzt unter anderem über diese Szenen mit unserem Magenta-Sportexperten Thomas Kraus sprechen. Das ist nämlich jetzt unser nächster Gast. Und warum wir mit ihm sprechen, hat auch einen ganz besonderen Grund. Er hat ja ein fantastisches Verhältnis zu Uwe Koschinat, kann das sicherlich alles einordnen. Jetzt aber erstmal Servus Thomas. Hallo Krausi. Schönen guten Abend. Sehr schön. Was hast du da für ein Zitat hängen? Wir sind immer interessiert, was da auch bei euch zu Hause an der Wand hängt. Winners never quit and quitters never win. Mein Französisch ist nicht so gut. Was heißt das auf Deutsch? Der Strassi übersetzt. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nur, also Gewinner geben nicht auf. Und die Leute, die nicht aufgeben, die werden nicht gewinnen oder sowas. die aufgeben, werden nicht gewinnen. Entschuldigung, ich hatte gerade was anderes auf dem Ohr. Das ist hier TV, ich hatte was auf dem Ohr. Du hast nicht auf Pause gedrückt. Das ja, war mein das Gott, Problem. Wir sind ja in der Webshow. Herrgott, noch eins. So, jetzt kommen wir zum Thema, Krausi. Folgendes. Saarbrücken gegen Viktoria Köln. Du als Magenta-Sportexperte hast das Ganze natürlich auch verfolgt. Da wird man doch auch am TV-Schirm bekloppt und sagt sich, was ist denn da wirklich los? Also das kann doch nicht wahr sein. Ja, absolut. Also ich frage mich teilweise, wie Anspruch und Wirklichkeit ist. Als aktiver Spieler fragt man sich auch, wo ist der Mehrwert bei so einer Aktion? Man muss es aber auch ganz klar sagen, es sind nicht alle Fans gewesen, das sind immer einige wenige, wo man dann denkt, ja, was soll's, das verunsichert die Mannschaft nur. Klar ist auch, es ist schon zum zweiten Mal passiert, dass man sich vielleicht auch als die Ordnungskräfte hinterfragen muss. Und ich habe mich auch mit dem Uwe Koschinat austauschen können. Das war, wie gesagt, nur einige wenige. Und am nächsten Tag kamen auch viele Fangruppierungen zur Mannschaft, zum Training und haben sich davon distanziert, haben der Mannschaft zugesichert, dass es auch in Zukunft die Unterstützung gibt und dass sie davon überhaupt nichts halten. Und ja, aber es ist natürlich schon, ja, kann man schon sagen, beängstigend, gerade wenn man den Mann mit dem Jungen auf dem Arm sieht. Da fragt man sich schon, was geht denn eigentlich da ab? Was wäre da los, wenn die 18er wären? Und da muss man dazu sagen, wir können ja mal zusammen auch nochmal auf die Tabelle schauen, hier bei magentasport.de. Da sehen wir auch, dass der erste FC Saarbrücken aktuell auf Platz 5 ist in der zweiten Drittligasaison nach dem Aufstieg. Also richtig gut. Aber wir müssen dazu sagen, erstmal, Saarbrücken hat Stadionverbote erteilt. Das gab es vorher nicht bei den Ausschreitungen im Derby gegen Kaiserslautern. Finde ich super. Und Krause, da kann ich dir auch nur beipflichten. Ich habe auch mir sagen lassen, dass es auch viele Fans gibt, die jetzt aufgestanden sind und gesagt haben, hallo, das ist nicht unser Saarbrücken. Trotzdem würde mich interessieren, du als auch noch aktiver Spieler, wie geht man damit um als Akteur jetzt aktuell? Also musst du das ausblenden, musst du da nochmal mit vielen Leuten drüber sprechen oder auch nochmal mit anderen Fans in Kontakt suchen, damit du Vertrauen wieder gewinnst in die Fanszene? Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, auch als Mannschaft das zu verarbeiten. Entweder auf Deutsch gesagt, man schaltet in den Scheißegal-Modus und sagt, wir machen jetzt unser Ding.
Oder man beschäftigt sich mit sowas. Und ich glaube, zu wissen, dass Uwe Koschinat bei sowas immer die richtige Ansprache hat und auch Charaktere in der Mannschaft hat, die wissen, damit umzugehen und das in positive umwandeln werden. Und deswegen, glaube ich, kann das noch interessant werden. Und ich rechne fest damit, dass die Mannschaft antworten wird. Wir haben auch eine Antwort bekommen auf diese Frage von einem aktuellen Spieler. Es gibt bei uns bei Magenta Sport eine wunderbare Rubrik, die heißt Annette besucht. Sie hat Sebastian Jakob besucht und zwar gestern. Das Ganze werden wir ab Freitag auf allen Plattformen sehen können. Und Annette Sattler hat exklusiv für uns sich auch mit Sebastian Jakob und dieser Thematik vom Wochenende beschäftigt und uns da einen wunderbaren O-Ton mitgebracht. Da hören wir jetzt mal rein. Ja, wir sind nach dem Spiel eigentlich ganz klassisch im Stadion eine Runde gelaufen, wollten uns bei den Fans bedanken und haben dann halt schon gesehen, dass einige an die LED-Bande gekommen sind und auch wirklich dran gerüttelt haben wie die Verrückten. Und ja, war natürlich für uns einfach auch irgendwo so enttäuschend in der Situation, weil wir selber mit uns beschäftigt waren, mit der Niederlage und die Niederlage auch echt sehr unglücklich war. Und dann kommen halt noch Fans, die dann ja wirklich einen noch beleidigen und ja, uns darstellen, als wären wir die Vollidioten der Stadt, so ungefähr. Und ja, die Gesamtsituation überhaupt nicht einordnen können. Aber ja, wir wissen natürlich auch, und das hat sich dann auch gerade am Sonntag gezeigt beim Training, da waren nämlich einige unserer wahren Anhänger dann auch beim Training, haben sich mit den Verantwortlichen, also mit Jürgen Luginger, dem Sportdirektor, auch dem Trainer unterhalten und haben halt wirklich ganz klar gesagt, dass sie sich von diesen Fans distanzieren, wenn man die überhaupt Fans nennen kann. Und wir wissen das auch einzuschätzen. Also uns haben da auch einige Nachrichten erreicht, wo die Fans dann einfach gesagt haben, die gehören nicht zu uns. Und ja, dass wir da einfach vollstes Vertrauen von der Fanszene haben, gerade auch, weil unsere Ultraszene im Moment auch nicht im Stadion ist. Und da haben wir dann doch große Rückendeckung bekommen. Ja, das Sebastian Jakob zu dieser Thematik. Mir fällt gerade ein, Krausi, weil du es ja auch gesagt hast, Klichy, du spielst ja noch beim 1. FC Köln. Meinst du, es gibt auch Spieler, die vielleicht ein bisschen Angst haben, weil die sich denken, was passiert denn bei der nächsten Niederlage? Ja, ich glaube, gerade junge Spieler kann das schon sein, dass das verunsichert. Aber in so einer Mannschaft gibt es ja auch immer erfahrene Spieler, die den jungen Spielern dann die Angst nehmen. Und ich glaube, am Ende schweißt sowas dann zusammen. Trotzdem ist der Zustand, der da natürlich ja, vorkam, ist natürlich eine Katastrophe und ist nicht erstmal nicht förderlich. Aber es geht jetzt darum, dass man es halt in positive Energie umwandelt. Und ich glaube auch, dass es einfach auch die Mannschaft, das ist eigentlich das, was so schockierend ist, einfach nicht verdient hat, weil man, glaube ich, immer schlechte Spiele gut eingeordnet hat, nicht irgendwie gelogen hat oder was schön geredet hat, sondern wirklich dann auch gesagt hat, wir haben verdient verloren. Und deswegen ist es eigentlich umso enttäuschender, dass man dann auf solche Reaktionen trifft und nicht zum ersten Mal, sondern jetzt schon zum zweiten Mal. Und ja, da muss man ja fast hoffen, oder da kann man nur froh sein, dass die Saison nicht 50 Spieltage hat, sonst wäre es wahrscheinlich 10-mal der Fall. Also das wäre ja eine Katastrophe. Ja, Krausi, vielen Dank, dass du uns so mit reingenommen hast. Und das ist super, dass du auch bei uns Experte bist. Aktiver Fußballer noch zu Uwe Koschinat, ein Riesendraht. Das waren tolle Infos. Danke, dass du uns da mit reingenommen hast. Und wir freuen uns schon auf deinen nächsten Einsatz bei uns bei Magenta Sport, mein Lieber. Hau rein, wir quatschen wieder. Bis bald. Und macht's nicht zu hart vielen am Karneval. Vielen Dank, schönen Abend euch. Absolut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, hochinteressant, da auch mal reinzuschauen. Ich meine, es gibt ja nicht nur immer Freude und freudige Emotionen in Liga 3, sondern auch mal sowas, was zum Nachdenken anregt. So ist es. Apropos Nachdenken anregen, wir haben euch gefragt, wie sieht es denn aus bei den Münchner Löwen? Schießen sie sich noch mal rein in den Aufstiegskampf? Bis jetzt sagen tatsächlich 68% nö, 17%, das ist mir wurscht, und nur noch 15% ja. Ich meine, gestern gab es ja das Spiel 60 München gegen Duisburg, ein 0-2. Gegen Halle. Was habe ich jetzt gesagt? Gegen Duisburg. So, Dankeschön, gegen Halle. 0-2, Marco Hiller war im Tor gestanden, ist aber jetzt schon wieder bei uns hier. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, herzlichen Dank an die Pressesprecher, die mit uns sensationell arbeiten. In dem Fall Rainer Kmet und auch Rossi beim 1. FC Kaiserslautern. Marco Hiller, komm zu uns hier in unser kleines Löwenstüberl. Servus. Guck mal hier, du hörst uns, du siehst uns, es, als hätten wir es geprobt. Ich höre euch und ich sehe euch, ja. Sehr schön, du hast eine Dartscheibe hängen, da müssen wir natürlich gleich mehr erfahren dazu.
Sehr gerne. Aber jetzt sprechen wir erstmal über die aktuelle sportliche Situation. Alex war gestern Kommentator am Grünwalder Stadion, dieses 0:2 gegen den HFC. Ich denke mal, dass das auch so ein bisschen so der letzte Strohhalm war, wo sich der ein oder andere dran festgehalten hat. Wenn wir da gewinnen, dann können wir vielleicht nochmal eine Serie starten. Inwiefern hat euch diese Niederlage wirklich zugesetzt? Ja, ich denke, wenn man das Spiel betrachtet, was auch wenn es eine 2-0-Niederlage war, eine Steigerung im Vergleich zum Spiel gegen Toguchi. Und ich denke jetzt nicht, dass damit dann auch der Aufstieg endgültig vom Tisch ist. Also man hat es letztes Jahr gesehen, da waren wir eigentlich auch weg. Am Ende ist es doch nochmal eng geworden und ja, mal schauen, wie nah wir nochmal rankommen. Wir haben ja übrigens hier ein Power-Ranking der Torhüter gestartet. Ja, da kann man dich auch mit reinsortieren. Ich bin leider noch nicht so weit gekommen, weil ich jetzt permanent mit Interviews beschäftigt bin. Aber liebe Fans, wenn ihr Lust habt, dann erstellt ihr gerne euer eigenes Power-Ranking. Da könnt ihr dann die Torhüter hier reinziehen. Oh, wo habe ich denn jetzt den Hiller eigentlich? Oh, Hiller in der Kreisklasse, oh, das natürlich schön. Auf keinen Fall passieren. Nein. Hier, den ziehe ich in die Weltklasse hoch. Ja, ist doch ganz klar. Also bitte, wenn ihr zu Hause das machen wollt, macht euch das gerne, speichert euch das ab, hängt es euch neben euer Bravo-Plakat. Ja, Marco, trotz allem, du zeigst dich kämpferisch. Bist du einer, der auch bei den Löwen die letzten Jahre jetzt schon vorausgegangen ist? Viele Leute fragen sich natürlich auch, wie sieht es denn aus mit einem neuen Vertrag? Deiner läuft aus. Gibt es aktuell Gespräche? Hast du dafür gerade einen Kopf? Ich meine, die Fans würden es lieben, wenn du verlängerst. Ja klar, also ich habe es immer gesagt, ich würde gern bei 60 bleiben. Und wir sind aktuell auch in Gesprächen und ich bin da sehr guter Dinge. Das heißt, du machst diesen Verbleib auch nicht von der Liga abhängig. Also ihr hattet ja einen richtigen Zwischenspurt. Jetzt ist es gerade wieder nach unten gegangen. Du würdest auch sagen, ich gehe mit den Löwen auch in eine weitere Drittligasaison. Ja, definitiv. Also ich habe immer gesagt, ich würde gerne mit 60 zweite Liga spielen. Und wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, dann hoffe ich im nächsten Jahr. So, guck mal, das haben wir. Marco Hiller verlängert bei 1860 München, das können wir mal festhalten, da können die Gazetten in München schon mal, ist die Abendzeitung, ist die schon gedruckt? Ich weiß es gar nicht, ist schon gedruckt. Aber morgen in der neuen Ausgabe dann irgendwann. Dann ist das mit drin. Ja. Oder online, gibt es ja auch. Ja, gibt es auch heutzutage, haben wir gehört. Heutzutage online. Und wie nimmst du aktuell denn die Lage bei euch wahr, Marco? Ich meine, das war schon irre. Sascha Mölders ist gegangen, war übrigens gestern bei uns Experte, hat Größe gezeigt, finde ich. Ich weiß nicht, was du davon mitbekommen hast im Nachhinein. Hat euch gelobt, wünscht euch das Beste. Das Kapitel ist zu, er ist nicht mehr da. Aber dann gewinnt ihr 4 Spiele in Folge, zeigt eine tolle Reaktion. Jetzt hakt der Motor schon ein bisschen. Hat das mit der Kaderbreite zu tun oder was ist deine Schlussfolgerung aus den letzten Wochen? Ja, ich denke, die zweite Halbzeit gegen Braunschweig hat uns schon so einen leichten mentalen Dämpfer verpasst und man muss es trotzdem das gesamte Bild betrachten. Also ich glaube, wir haben jetzt dann aus 7 Spielen 2 Niederlagen, 4 Siege oder 8 Spielen sogar. Also ich denke, insgesamt ist es jetzt nicht so schlimm, wie es jetzt die letzten 2 Spiele, wie die es vermuten lassen. Ich denke, insgesamt können wir trotzdem zufrieden sein. Und ja, ist ja mal ganz normal, dass man auch mal wieder einen Durchhänger hat nach so einer guten Serie. Und da muss man jetzt auch nicht alles schlechter reden, wie es ist. Ihr habt ja auch noch ein Nachholspiel, übrigens live und exklusiv bei uns. Ja, Strassi liest das gerade im Kicker. Ich habe mir das gerade nochmal im Kicker durchgelesen. Freue mich auch schon auf das Spiel, das darf ich kommentieren. Aber es ist ja jetzt im Prinzip schon ein weiter Weg, bis zumindest auch zum Relegationsrang. Was macht dich denn so optimistisch, dass ihr wieder in die Spur findet? Ja, also das Spiel gegen Halle, wie gesagt, auch wenn wir verloren haben, denke ich, haben wir kein schlechtes Spiel gezeigt und ich weiß, was die Mannschaft kann. Und ja, wenn man nicht optimistisch ist, dann kommt man eh nicht viel weiter. Also was bringt es jetzt alles schlecht zu reden? Wir geben weiter Gas und entweder es reicht am Ende oder nicht, dann probieren wir es nächstes Jahr wieder. Aber jetzt hat alles in Sand zu werfen, bringt ja auch nichts. Dem holen wir das Bild von Krausi. Das kann er sich zu Hause aufhängen. Ja, genau, das mit dem Quitter. Die nächste Frage von den Fans kommt, gibt es einen Einfluss oder welchen Einfluss hat Hasan Ismaik im Alltag? Hast du als Spieler da irgendwelche Berührungspunkte? Also ich bin jetzt seit 2017 in der ersten Mannschaft sozusagen und ich habe ihn in der Zeit einmal persönlich gesehen und also die Mannschaft hat direkt mit ihm jetzt keine Berührungspunkte. Klar, über Social Media ist er ab und zu aktiv, aber
ich denke, das ist jetzt auch nicht unser Thema, was generell die Geschäftsetage macht. Wir konzentrieren uns auf uns und mit uns Spielern gibt es da keinen Kontakt und dementsprechend auch keinen Einfluss. Den engeren Draht habt ihr natürlich vor allen Dingen zum Trainer Michael Köllner, der ist jetzt auch schon eine lange Zeit da. Ich frage mich, dann geht es ja auch immer wieder hoch, dann geht es wieder runter, dann wart ihr mal nah dran. Da muss man sich ja auch immer selber wieder irgendwie in die Position bringen, zu sagen, ich habe die Kraft noch, um die Jungs jetzt wieder zur nächsten Serie zu bringen. Wie nimmst du denn den Coach wahr in solchen Situationen? Wird er dann noch ruhiger, wird er noch angestrengter, wirkt er noch konzentrierter? Gibt es da so verschiedenste Dinge, die du dann wahrnimmst, wenn es mal gut läuft, wenn es mal schlecht läuft, oder ist das einer, wo du immer weißt, was da kommt? Ja, eigentlich kann man ihn recht gut einschätzen und der bleibt, egal eigentlich, ob es jetzt gut, schlecht läuft, eigentlich immer der gleiche. Natürlich, wenn du da mal eine Phase drin hast, wo es scheiße läuft und du auch wirklich scheiße spielst, dann werden die Zügel ein bisschen angezogen, was ganz normal ist, aber wenn jetzt halt einfach mal eine schlechte Phase ist, wo du unglücklich die Spiele verlierst, dann bringt es da auch nichts als Trainer, denke ich, ja, alles kurz und klein zu hauen. Und da hat er schon ein gutes Händchen für. Ich habe übrigens hier nochmal bei Magenta Sport die Seite aufgemacht, wo wir sehen können, das Nachholspiel, Dienstag, 1. März. Hier Leute, also unbedingt nochmal das im Kalender eintragen. Das ist hast du jetzt nicht markiert. Kracher. Doch, das habe ich jetzt markiert. Entschuldige, ich bin 1987 geboren. Und eben kam eine Frage im Chat von einem gewissen No-Name, was du von Matteo Raab hältst, mit dem wir eben ja gesprochen haben. Ja, ist ein junger Torhüter, ist spielt eine super Saison, denke ich mal, bisher. Und ja, ist auf jeden Fall auch auf einem sehr guten Weg. Aber wer ist der bessere Elfer-Killer? Ja, also diese Saison kann ich mich damit auf jeden Fall noch nicht schmücken. Ich glaube, waren jetzt 3 Elfmeter in, jetzt abgesehen vom Elfmeterschießen, 3 waren drin. Deswegen ja, muss ich dieses Jahr aktuell den Titel noch abgeben. Aber gibt es denn so Momente, wo du auf andere schaust, wo du sagst da in der Liga, ach guck mal da, der Matteo Raab, wie macht er denn das, wie macht er denn dies? Gibt es etwas in höheren Ligen, an dem du dich orientierst? Und grundsätzlich, du bist ja schon lange dabei, da haben wir uns gefragt, wie ist das mit deiner Entwicklung? Hast du was verändert? Was ist dir wichtig im Training auch? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, weil ich natürlich keine Ahnung habe, wie man besser wird, aber ich würde gerne mal zuhören. Also jetzt von anderen Torhütern was abschauen generell, mache ich eigentlich nicht, weil ich auch absolut kein Fußballschauer bin und deswegen ist auch schwer, was sich abzuschauen, wenn man sich die Spiele erst gar nicht anschaut, aber du guckst ja, keinen Fußball? Nee. Das ist, ja, ich kenne die Geschichte schon. Marco Hiller, der hat das bei uns schon mal bei Magenta Sport erzählt, dass er tatsächlich keinen Fußball sich anschaut, abgesehen, dass er selber Profifußballer ist, hat er damit wenig am Hut. Wo kommt das denn her? Was guckst du denn dann? Ja, ich schaue gern Wintersport. Jetzt Olympischen Spiele waren super für mich. Es lief rauf und runter. Aber Darts, ja, schaue ich eigentlich auch nicht. Spiele ich ab und zu. Aber ähnlich wie beim Fußball. Wie viele 180s hast du schon rausgehauen in deinem Leben? Gar keinen. Ja. Willkommen im Club. Ich habe übrigens noch was vorbereitet. Hier, gucken wir uns noch ein paar deiner Arbeitsnachweise an. Ne, da haben wir lange dran geschnitten. Hier, du hast auch schon gegen deine eigenen Mitspieler, hast du schon Paraden raushauen müssen. Also im Großen und Ganzen bist du schon einer von den Torhütern, die für Furore sorgen in dieser Liga. Dennoch die Frage, die dritte Liga, sie ist unberechenbar, sie bleibt eine Liga, du kannst hier nicht wirklich planen. Ich habe gestern gehört, die Fans haben gesungen, Hiller auf die 10. Wie sehr hättest du dir gewünscht, dass da bei den Münchner Löwen noch mal ein bisschen offensiv nachverpflichtet wird, damit du eben in dieser verrückten Liga mithalten kannst? Ja, also ich denke jetzt halt nicht, dass unsere aktuelle Tabellensituation mit unserem Kader zusammenhängt. Wir haben einen super Kader. Auch, ich denke, in der Breite gut genug auf jeden Fall, um oben mitzuspielen. Klar, läuft aktuell nicht gut, aber ich denke jetzt nicht, dass das damit zusammenhängt, dass wir jetzt keine neuen Transfers in der Winterpause getätigt haben.
Aber ist das etwas, wo man sich auch unterhält in der Kabine, wo man sagt, boah, ich gucke mich jetzt hier um, ich schaue auch auf die Bank, ich hatte jetzt auch das ein oder andere 60-Spiel, kann mich an das Spiel bei Viktoria Köln zum Beispiel erinnern, da hat Köln ja dann erst kurz vor Schluss und wenn überhaupt zweimal gewechselt, also geht man da nicht auch irgendwie zu Günter Gorenzel oder im Mannschaftskreis und sagt, ein, zwei frische Leute bräuchten wir noch? Ja, gegen Köln war es ja auch eine andere Situation, weil wir da ein paar positive Corona-Fälle auch hatten und deswegen, ich glaube, mindestens 4, 5 Stammspieler auch rausgefallen sind. Da hast du recht. Genau, und sonst sehe ich da jetzt nicht so das große Problem, dass wir irgendwie einen zu dünnen Kader haben. Und ich denke auch, selbst wenn es so wäre, wäre das jetzt nicht unsere Aufgabe als Spieler, das anzusprechen. Ich denke, da hat der Trainer und der Geschäftsführer, die haben da selber genug Ahnung von. Und wenn es da wirklich Probleme gäbe, müssten wir das denen nicht extra sagen. Ich denke, da wüssten die schon selber Bescheid. Aber ich habe auch schon von Mannschaften gehört, wo Mannschaftsräte zusammengekommen sind und mal proaktiv auf Manager und Trainer zugegangen sind. Das gibt es bei 60 dann also nicht. Gibt es nicht, aber ich denke, es ist auch nicht notwendig. Ich muss noch mal eine Szene hier rausfischen, die hat mich damals total beeindruckt. Bayern 2 gegen 1860 München. Da hast du von Zirkzee eine mitbekommen, das war unglaublich. Ich mache das mal hier auf Großbild. Da hast du dich, glaube ich, unsterblich gemacht im Derby gegen die kleinen Bayern. Hier kommt der Tritt, es hat geblutet ohne Ende. Kein Mensch hat gedacht, Marco Hiller spielt in diesem Spiel weiter, aber du hast weiter gespielt. Nimm uns noch mal kurz mit rein, werden wir hier die Bilder noch mal laufen lassen. Welche Erinnerung hast du noch an die Szene? Also wahrscheinlich war es mal kurz schwarz, aber danach? Ja, also ich dachte auch im ersten Moment, ja, das war es erstmal für mich, jetzt kannst du duschen gehen. Aber als ich dann kurz behandelt wurde, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich gar nicht so große Schmerzen habe. Und dann dachte ich mir, gut, du kannst dich jetzt nicht auswechseln lassen, wenn eigentlich gar nichts ist. Ich denke, es sah am Ende schlimmer aus, wie es war. Also ich hatte auch nichts gebrochen, Nase nichts gebrochen, war eigentlich alles gut. Deswegen dachte ich mir, also wenn ich jetzt auswechseln lässt, dann blamierst du dich schon ganz schön, dann spielst du lieber weiter. Es waren auf jeden Fall saubere Cuts. Aber man sieht nichts mehr heutzutage, ne? Also das ist gut verheilt. Ja, also jetzt von der Entfernung sieht man es nicht. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man schon die zwei Narben hier und hier noch, aber ist ja eine gute Geschichte dahinter, deswegen. Das macht dich nur noch attraktiver bei den Ladies, glaube ich. Lassen wir mal so stehen. Lässt uns nirgendwo mit rein, Herrgott. Bist du denn noch auf dem Markt, Marco? Das fragt Vera F. aus K. Nee, ich bin glücklich vergeben. Verheiratet oder? Nein. Also ich bin 25 geworden, muss man auch ganz langsam angehen, das Thema. Aber ich habe eine Freundin aktuell, ja. Vielleicht kannst du uns bei einer Mission helfen. Und zwar suchen wir schon die ganze Sendung, Christian wollte da jetzt quasi ganz sympathisch überleiten, ja, nach einem heiratsantragenden Menschen hier. Wie sagt man das? Ein Mensch, der einen Heiratsantrag machen wollte. Courtney, will you marry me? Leute, da kam nichts aus der Community. Was ist denn los? Kennst du den, Duisburg-Spiel? Marco? Kennst du den? Sagt mir nichts. Aber das bringt mich natürlich auf die Idee. Ich kann auch nicht helfen. Das bringt mich aber auf die Idee, Marco. Würde so dein Heiratsantrag für deine Freundin aussehen oder wie würdest du es machen? Also ich habe mir da wirklich noch absolut keine Gedanken drüber gemacht, aber so würde ich es definitiv nicht machen. Das heißt, du bist sonst ein Stück weit romantischer unterwegs. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber nicht in der Öffentlichkeit auf jeden Fall so. Werden wir hinten raus noch mal kurz sportlich, Marco. Es war jetzt so, dass im Heimspiel jetzt gestern nicht alle 7.500 Fans gekommen sind, die eigentlich reingedurft hätten. Die Hälfte von 15.000 ist ja momentan erlaubt. Das hat mich irritiert, weil die Münchner Löwen, also die Fans sind eigentlich immer da und machen das Stadion immer voll. Wie bist du mit dieser Information umgegangen? Also ich höre es jetzt eigentlich gerade das erste Mal. Also klar, also ist irgendwo auch verständlich, war ein Abendspiel, dann ist es eh schwierig. Dann war der Spieltag davor gegen Türkgücü, waren vielleicht auch noch ja der ein oder andere Fan ein bisschen angepisst und wollte deswegen nicht ins Stadion gehen. Aber ich glaube, wir als 60 München können uns jetzt halt über die Fans da auf keinen Fall beschweren, dass wir da zu wenig Support haben und wenn da jetzt einmal 1.500 Fans nicht reingekommen sind, obwohl sie hätten kommen können,
ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Die haben ja die große Chance, zum Beispiel am 1. März ins Grünwalder zu kommen. Da gibt es das Nachholspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Lass uns auch mal über mich sprechen. Nein, ich werde zum ersten Mal ein Spiel dort kommentieren. Was wird mich denn erwarten? Was ist denn da so das Besondere? Was ist besonders an den Fans, an der Atmosphäre? Gib mir schon mal ein paar Tipps. Ja, es kommt natürlich darauf an, ob die Ultras wieder aktiv dabei sein werden oder nicht und wie viele Fans dabei sind, aber in der Regel kann sich auf eine sehr, sehr gute Stimmung einstellen. Es wird sehr laut werden. Die Fans werden 90 Minuten Gas geben. Und ja, es ist auch kein großes Stadion, deswegen geht es schon so in Richtung Hexenkessel, je nachdem, wie viel rein dürfen. Aber du kannst dich auf jeden Fall von der Stimmung her auf ein geiles Spiel einstellen. Und kulinarisch, wo gebe ich mein Geld da am besten aus? Für was? Also eigentlich würde ich sagen für Bier, aber ich weiß natürlich nicht, ob mit den Corona-Auflagen auch schon wieder Bier oder Alkohol ausgeschenkt werden darf. Ansonsten trinke ich das natürlich immer während der Arbeit, aber ich werde mal schauen. Abschlussfrage, auch einige Fans hat interessiert, wie du reagierst auf den Rauswurf von Sascha Mölders. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr ganz groß diskutieren, das Ding ist rum, aber was mich interessieren würde und die Fans sicher auch, hast du nochmal Kontakt mit ihm gehabt oder ihn gestern kurz sprechen können oder warst du zu arg im Tunnel? Nee, also gestern habe ich ihn gar nicht gesehen, aber generell, also wenn man da auf dem Platz ist, kriegt man jetzt halt auf den Rängen nicht viel mit, aber ich hatte Geburtstag vorgestern, da hat er mir gratuliert und da hat man das letzte Mal Kontakt. Also vor kurzem, Kontakt ist intakt. Guck mal noch ganz kurz auf die Umfrage, die wir reingestellt haben. Moment mal, Klichy, du willst ja mal vorreiten. Wir haben doch gewusst, dass er Geburtstag hat. Wir wollten ihn doch zum Abschluss ein Ständchen singen. Und jetzt ist das Beste, dass er es selber erwähnt. Okay? Deswegen jetzt von uns für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Marco. Happy Birthday to you. Nachträglich. Vielen Dank. Sehr gerne. Und ja, dass du Sascha Mölders nicht gesehen hast, das kann ich auch verstehen. Der hat ja extrem abgenommen. So, ja, jetzt kannst du die Gut, ich hatte Lampenfieber. Ja, ich habe mir den Auftritt nicht mehr zugetraut. Ja, okay. Jetzt gucken wir nochmal auf die Umfrage. Also für dich nochmal Motivation, Marco. Denn nur 16% sagen, die Münchner Löwen schießen sich nochmal rein in den Aufstiegskampf. Und 44 Stimmen, also 67 oder 69%, je nachdem, da wechseln manchmal noch ein paar, glaube ich, hier gerade, sagen, dass es auf jeden Fall nicht mehr klappt mit dem Eingreifen der Münchner Löwen in den Aufstiegskampf. Motiviert dich das? Also ich denke, meine Motivation kommt jetzt nicht daher, was die Fans von mir oder von uns halten oder über uns denken. Deswegen, wir sehen es dann in knapp 2 Monaten oder 3 Monaten. Und zwar immer live und exklusiv bei Magenta Sport. Marco, ja, hör mal, besser kann man das Ganze nicht beenden. Du kannst jetzt deine Dartpfeile nehmen, dir noch ein paar Kaltgetränke gönnen und wir bedanken uns wirklich herzlich bei dir, dass du dir, und das ist nicht selbstverständlich, nicht mal 24 Stunden nach dieser Niederlage die Zeit genommen hast. Danke dafür und auch ich soll dich noch mal loben von dem Pressesprecher. Toll, wie du das Versicherungsstickerchen aufgedrückt hast. Ja. Aufgedruckt hast. Toll gemacht. Dankeschön. Super. Vielen Marco, Dank. Mein Lieber, vielen Dank. Habe die Ehre. Servus. Bis Ciao. Dahin. Meine Güte. Das war ein Ritt. Das war ein absoluter Ritt. Ich fühle mich jetzt echt, aber das muss ich mal wirklich sagen. Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erst mal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind. Das geht einfach nicht. Nein, beim nächsten Mal sind wir von Beginn an wach. Ja? Ja. Es müssen erst 4 Gäste kommen, bis wir aufstehen. Wir hätten das wie Dennis Aitken machen müssen. Er hat uns verraten, er läuft sich so 1,5 Kilometer erstmal warm im Stadion. Aber hat das nicht Spaß gemacht, liebe Freunde zu Hause? Wann kommen wir wieder? Ich habe meinen Kalender nicht zur Hand. Ich glaube, in 14 Tagen sind wir wieder. In 14 Tagen, in 2 Wochen sind wir wieder am Start, liebe Freunde. Und jetzt freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Und wir verabschieden uns mit der aktuellen
Top 10. Nächstes Wochenende geht es natürlich nochmal richtig steil zur Sache. Genau, ich beginne immer ich. Das tut mir leid, liebe Freunde. Am Freitag beginnen wir ja mit dem Bibel-Topspiel. Viktoria Köln gegen Havelse. Moderator Thomas Wagner, Experte Steven Ruprecht. Ich darf das kommentieren und danach ist mein Wochenende frei. Dann schaue ich nur noch zu. Die Konferenz zum Beispiel. Wo bist du denn? Ich bin am Montag aktiv, also hier sehen wir wieder, ihr kennt das ja zu Hause, alle Spiele bei uns zu sehen. Wir übertragen komplett alles und am Montag dann Türkgücü München gegen den ersten FC Saarbrücken. Das ist natürlich extrem spannend, eben nach den ganzen Geschehnissen, über die wir heute gesprochen haben. Bei Türkgücü München weiß ja auch kein Mensch, wie geht es weiter, wie viele Spiele haben sie noch, wann wird der Laden dicht gemacht, vielleicht spielen sie die Saison noch zu Ende, das weiß kein Mensch. Oh, das tut richtig weh. Das kann ich mir vorstellen, denkt der ein oder andere bei Türkgücü. Ich denke jetzt, oh, war das geil. Danke für euer Interesse. Dankeschön, mein lieber Alexander. Jo. Und bis in 14 Tagen, gleiche Stelle. Wie sagte man damals im Fernsehen, gleiche Stelle, gleiche Welle. Schade, dass du das noch gesagt hast. Aber gut, ansonsten war es eine runde Show. Bis dahin, meine Lieben. Schönen Macht Abend. Es gut, bis bald. Hier ist die aktuelle Top 10. Habe die Ehre. Ich mache sogar Ton an für euch. Tja, Doppelpack, wenn ihr Giertz. Kiewski für Giertz. 0:6. Diese Flanke von Kiewski ist super. Da kommt Kapp nicht ran und Giertz muss nur noch abtropfen lassen. Hier schicken sie Goppel. Bilder, die sich oftmals gleichen. Und Nisson mit dem 1:0 für den SVW in Wiesbaden. Und dann steht ein Gustav Nisson mit seinen 1,96 da, wo er stehen muss. Jetzt schauen wir aber erstmal auf Türkgücü. Das ist der andere Weinkauf. Das ist der klasse Weinkauf. Klasse gehalten bei diesem Torschuss gegen Kabeina. Schnell gemacht und Weinkauf klasse. 4 Löwen im Strafraum. Superball Neudecker. Richtig stark gemacht von Tim Schreiber. Wenn der Junge so weitermacht, spielt er in 1-2 und spielt er in der Bundesliga. Das ist auch eine gute Aktion und er ist drin, Tor! Halle führt Scherbakowski. Der Ball kommt über Umwege zu ihm. Null Chance für Hiller. Klasse gemacht von Scherbakowski. Frisch Kehrer und das gibt's. Kein Elfmeter. Also hier Kehrer und dann Fassbender. Und das ist stark gemacht von Morgan Fassbender. Wunderbar, wie er den Ball da wegtackelt. Ja, die Flanke ist gut und der Ball ist nicht drin. Überragend von Arturo. Da hatte ich schon den Torschrei auf den Lippen. Flanke ist gut, das sind 5 Meter und was für eine Parade von Arturo. Wieder hat sich Yeboa damit irre viel Tempo den Ball geholt und vergoldet es auch. Die Leute stehen hier. Toll, wie er das Ding umzieht. Ist das das 2:0? Nein, erstmal nicht. Stoppel kam, kein Torwart tritt. Da ist das 2:0 und es ist ein Geschenk von Yeboa. Und er startet durch gegen Röhrling und jetzt diese Flanke. Das ist ja dann eigentlich schon das Tor. Das schreibe ich mir zu. Mindestens der Hälfte für Yeboa auf den Zettel. Mann, machst du Spaß. Wiesbaden spielt Fußball und zwar richtig gut und richtig erfolgreich. Goppel mit der Hacke und Brumme wird zum Torschützen. 2:0 für den SVW in Wiesbaden. Halle. Morgen frei, aber der wird möglicherweise gestrichen, dieser freie Tag, der Türkgücü München führt. Durch ein Traumtor von Erik Hottmann. Und was ist das für eine Ballbehandlung? Und Marco Hiller geschlagen, zweites Profitor von Erik Hottmann.